Ja, ich denke, wir können anfangen. Mein Name ist Frederik Ramm und ich werde jetzt mindestens eine halbe Stunde, wahrscheinlich etwas mehr, anhand meiner vorbereiteten Folien etwas zum Lizenzwechsel in OpenStreetMap erzählen. Sowohl was die Benutzer anbetrifft, also was sich für den Benutzer der OpenStreetMap-Daten vielleicht verändert, als auch was die Mapper zu beachten haben oder was die Mapper dafür einen Einfluss haben. Ich habe versucht, in dem Talk möglichst alles zusammenzutragen an Informationen, was zu dem Thema da ist. Deswegen ist auch alles ein bisschen länger geworden. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem danach auch noch das Thema diskutieren können, sodass jeder die Chance hat, seine Fragen oder seine Bedenken zu äußern. Meine eigene Rolle bei diesem Lizenzwechsel ist eigentlich, ich bin kein offizieller Beteiligter in diesem ganzen Prozess. Ich kenne nur ein paar Leute persönlich, die da halt beteiligt sind in dieser License Working Group und so weiter. Deswegen habe ich einigermaßen den Überblick und kann die meisten Sachen einigermaßen beantworten. Also starten wir mal. Ich möchte erst erzählen, warum wir überhaupt einen Lizenzwechsel machen, dann wer dahinter steckt, dann die Lizenz vorstellen, was sie genau bedeutet, dann die Frage erörtern, wie wir diese Umstellung eigentlich machen wollen, in welchen Schritten, dann auf die bereits bekannte Kritik an dieser neuen Lizenz und am Lizenzwechsel eingehen und am Schluss mit einer Empfehlung enden, wie ich empfehlen würde zu handeln angesichts des Lizenzwechsels. Und dann kommt der Teil mit Fragen und Diskussionen. Also Teil 1, warum machen wir diesen Lizenzwechsel? Im Wesentlichen hat es mit dem Urheberrecht zu tun, mit der Creative Commons Lizenz, die wir im Moment haben. Die baut nämlich auf dem Urheberrecht auf. Die ist dafür gedacht, kreative Werke zu schützen, die also ganz klar unter urheberrechtlichem Schutz stehen. Das Urheberrecht gilt aber nicht für Fakten, also für Dinge, die keine Schöpfungshöhe haben. Eine Tatsache kann nicht urheberrechtlich geschützt sein. Maximal ihre kreative Erfassung. Und das ist sehr, sehr umstritten, ob für so etwas relativ Triviales wie einen Straßenverlauf, den wir bei OpenStreetMap erfassen, das Urheberrecht überhaupt funktioniert. Das ist in Amerika funktioniert es garantiert nicht. Da gibt es Gerichtsfälle, die man nachlesen kann, die relativ ähnlich gelagert sind wie Datensammlungen wie OpenStreetMap, wo ganz klar gesagt wurde, nee, das sind Fakten, die sind nicht schutzwürdig. In Europa, je nach Land und je nach Richter, den man erwischt, kann das schon mal klappen, aber sicher ist es halt nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass die Share-Alike-Komponente, die wir in unserer Lizenz haben, also diese Komponente, die erfordert, dass wenn man Daten nimmt, dass man sein Werk dann selber auch frei veröffentlicht, dass die unwirksam ist. Selbst wenn sie in Europa oder in einigen Ländern Europas wirksam wäre, was habe ich denn davon, wenn eine große Firma dann einfach aus Amerika raus die Daten nimmt und irgendwas damit macht, was ich nicht möchte? Die Namensnennung ist auch so ein Problem. Die aktuelle CC BY SA-Lizenz sieht ja vor, dass die Namen von allen Autoren genannt werden, wenn man ein abgeleitetes Werk herstellt. Und das kann man sich leicht vorstellen, dass das in OpenStreetMap aus verschiedenen Gründen gar nicht geht. Nicht praktikabel, die Liste ist viel zu lang, wenn ich eine Karte von Deutschland anzeige, ja, was, wie viel 100 Millionen, wie viel, ja, also wie viele Leute werden da mitgemacht haben an der Karte, also es dürften schon einige tausend sein, wie will ich diese Namen anzeigen, wie will ich die Namen überhaupt rausfinden, ja, das ist also nicht praktikabel. Und wir selber als OSM verstoßen ja auch schon gegen die Lizenz, wenn man bei uns auf die Webseite surft und sieht da die Karte, da steht ja auch nicht drunter, welche Leute da einzeln mitgemacht haben, sondern da steht nur Karte von USM, wenn überhaupt. Das ist also auch so ein Problem mit der Lizenz. Und dann haben wir ein Problem, nehmen wir mal für einen Augenblick an, dass das Share-alike, diese Share-alike-Komponente in der Lizenz funktionieren würde, dann ist sie eigentlich etwas zu weitreichend. Denn wir sind zwar ein freies Datenprojekt und wir wollen freie Daten fördern, wir haben aber nicht unbedingt ein Interesse daran, dass wenn jetzt zum Beispiel wenn ein Künstler hergeht und die OpenStreetMap-Daten nimmt und daraus in jahrelanger Kleinarbeit einen handgefertigten Atlas herstellt oder sowas, dann wollen wir gar nicht den Anspruch erheben, dass diese jahrelange Kleinarbeit, die er da reingesteckt hat,
jetzt nicht mehr unter seiner, dass er darüber nicht mehr frei verfügen kann, sondern dass wir jetzt sagen, bloß weil du von uns die Rohdaten genommen hast, ist jetzt alles, was du gemacht hast, automatisch share alike. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir sind für freie Daten. Wir wollen, dass jemand, wenn unsere Daten jemand verbessert oder so, dass er dann die verbesserten Daten beisteuert. Aber wenn jemand wirklich da jetzt oder ein Kunstwerk oder wenn unsere Daten in irgendeiner Weise in ein Endprodukt einfließen, das ist nicht so die Essenz von OpenStreetMap. Wenn wir sagen, du musst ein abgeleitetes Produkt share alike bereitstellen, dann steckt da immer der Gedanke drin. Nehmen wir an, jemand nimmt eine Karte, zeichnet irgendwelche coolen POIs in die Karte ein und veröffentlicht das dann als gedruckte Karte. Dann ist das, warum wir fordern, dass das Share-alike sein muss, ist, wir wollen die Möglichkeit haben, diese Punkte wieder abzumalen aus der Karte und die wieder in unsere Datenbank reinzunehmen. Wir wollen, dass diese Daten frei werden, aber nicht unbedingt die künstlerische Arbeit. Auf der anderen Seite, ist das Share-alike manchmal nicht weitreichend genug, weil bestimmte Verbesserungen an den Daten nicht erfasst werden. Zum Beispiel diejenigen von euch, die mit dem Unterschied zwischen der GPL und der AGPL vertraut sind, jemand könnte unsere Daten nehmen, könnte die erweitern, verbessern, irgendwie was hinzufügen, könnte dann basierend darauf einen Webservice anbieten, der Nutzern nur im Web zur Verfügung steht. Und dann wären zwar sozusagen, wenn ich dann in diesem Web, wenn ich da einzelne Kartenauszüge mir rauslasse, dann wären die vielleicht share-alike, aber die gesamte verbesserte Datenmenge nicht. Und das ist alles so ein Punkt, das ist kein drastisches Problem heute, aber es ist eigentlich, geht die CC BY SA da in eine falsche Richtung. Und ein weiteres Problem ist, durch diese ganze Rechtsunsicherheit, einige Sachen habe ich schon gesagt, zum Beispiel ist es okay mit der Namensnennung. Ja, jemand, der unsere Daten nimmt und der darunter nicht jeden einzelnen Namen auflistet, der teilgenommen hat, hat streng genommen schon gegen die CC BY SA verstoßen. Wir machen es selber nicht, aber jemand, der es ganz genau nimmt und der sagt, ich möchte auf jeden Fall mich rechtlich absichern und nur das Richtige tun, der kann eigentlich unsere Daten heute gar nicht nehmen und das machen, weil wir sagen denen zwar alle, ja, ist schon okay, aber in der Lizenz steht es anders drin. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel der Unterschied zwischen einem abgeleiteten und einem Sammelwerk. Das ist so die Frage, ab wann gilt ein Werk nach der CC BY SA-Lizenz eigentlich als abgeleitetes Werk. Das ist nicht so richtig geklärt und es ist vor allem auch nicht klärbar, weil niemand bei OpenStreetMap eine verbindliche Interpretation dieser Lizenz abliefern kann. Denn die Lizenzgeber sind ja alle einzelnen Mapper für sich. Das bedeutet, wenn ich jetzt ganz klar wissen will, ich habe einen ganz bestimmten Use Case und ich möchte wissen, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung, was ich hier machen möchte, müsste ich theoretisch alle beteiligten Mapper fragen und alle müssten sagen, jawohl, ist in Ordnung, finden wir auch. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich kann aber nicht zur OSMF hingehen und sagen, findet ihr das in Ordnung? Die OSMF wird sagen, ja, wissen wir nicht. Für uns sieht es okay aus, aber es könnte trotzdem sein, dass der einzelne Mapper sich auf den Fuß getreten fühlt und dich verklagt. Das ist also ein bisschen ein Problem. Fazit von diesem Teil 1, die CC BY SA war eine Fehlentscheidung, sie ist nicht die richtige Lizenz für ein Projekt, wie wir es haben und wenn, als dieses Projekt gegründet wurde, klar gewesen wäre, wie der Laden, wo diese Probleme hängen, dann hätte man die CC BY SA nicht gewählt. Wer steckt hinter diesem Lizenzwechsel? Wer strebt das an? Ich möchte es deswegen etwas ausführen, weil es da immer wieder Missverständnisse gibt und es kommt auch mal so leicht zu so Verschwörungstheorien. Da heißt es, da steckt Microsoft dahinter oder sonst irgendjemand. Deswegen hole ich etwas aus und erzähle die Geschichte. Das Ganze fing eigentlich an mit einem Panel zum Thema Lizenz, also einer Panel-Diskussion auf der State of the Map 2007. Das war die erste State of the Map-Konferenz, die war in Manchester. Da gab es also schon eine Panel-Diskussion, wo sich Befürworter der Share-alike und andere Leute gesagt haben, wir finden Public Domain besser. Und es war generell große Diskussion, aus der am Ende nicht so richtig ein Fazit rauskam. Aber wenn irgendwas rauskam, dann die Lizenz, die wir im Moment haben, funktioniert eigentlich nicht und man müsste etwas anderes machen. Es war damals überhaupt nicht klar, was für Alternativen wir zum CC BY SA haben. Public Domain ist natürlich immer eine Alternative, weil es letztlich heißt, jeder kann alles machen. Es gibt auch viele Leute in OpenStreetMap, die für Public Domain sind, aber die stellen wahrscheinlich keine Mehrheit dar. Und das Ergebnis von diesem Panel bei der State of the Map 2007 war eigentlich so ein bisschen, dass die Leute gesagt haben, liebe OpenStreetMap Foundation, tu doch mal irgendwas. Findet mal raus, was für Alternativen es gibt.
erarbeitet was, tragt es dann an uns als Community heran und so weiter und so weiter. So, also ein etwas unspezifischer Auftrag, aber zumindest kann man sagen, da ist eigentlich der Punkt, wo klar war, so irgendwie geht es nicht weiter, wir müssen was machen. 2007, das ist also 4 Jahre her etwa. Die Creative Commons, die Lizenz, die wir verwenden von den Creative Commons, die CC BY-SA ist von einem Verein gemacht, der Creative Commons heißt. Wir haben die dann gefragt, haben gesagt, hey, wie seht denn ihr das, Datenbanken und so? Und deren Haltung, die haben eine Untergruppe, die heißt Science Commons, die beschäftigen sich sehr stark mit Lizenzierung in den Wissenschaften. Und deren Empfehlung war dann, die Science Commons haben gesagt, eigentlich sind wir dafür, dass Daten grundsätzlich freigegeben werden sollten unter ohne Einschränkung, also CC0, das entspricht praktisch Public Domain, plus einem Set von einem Satz von Normen, Community Norms nannten die das, dass man halt sagt, gut, die Daten sind grundsätzlich Public Domain, jeder kann alles machen, aber wir erwarten von euch sozusagen mit dem moralischen Zeigefinger, wir erwarten von euch, dass ihr die Quelle angebt, wo ihr die Daten her habt und wir würden uns freuen, wenn ihr und so weiter und so weiter. So ein bisschen wie das in der Wissenschaft auch funktioniert. In der Wissenschaft darf man ja auch jeden anderen Wissenschaftler zitieren in seiner Arbeit und auf dessen Arbeit aufbauen, ohne dass man ihn jetzt fragen muss nach einer Lizenz. Aber es wird auch von der wissenschaftlichen Community erwartet, dass man angibt, wo die Quellen sind. Ansonsten kann man nicht mehr länger Minister sein. Diese Sache, die Creative Commons vorgeschlagen hat, ist aber in OSM nicht mehrheitsfähig, weil es in OpenStreetMap halt zu viele Leute gibt, denen das Share-alike wichtig ist. Die sagen, wir wollen die Nutzer unserer Daten aber zwingen, etwas zurückzugeben. Und dann hat sich eine Gruppe gebildet, die heißt Open Data Commons. Die besteht im Wesentlichen aus Jordan Hatcher und Charlotte Wild. Das sind beides Engländer, oder eine Engländerin und ein Engländer. Die waren involviert bei den Creative Commons in dem Prozess, als Creative Commons sich überlegt haben, kann man irgendwelche Lizenzen für Datenbanken erfinden. Creative Commons kam dann zu dem Schluss, nein, das bringt alles nichts, wir empfehlen für Daten dieses CC0. Und die waren aber involviert in dem Prozess, haben gesagt, wir haben aber eine abweichende Meinung. Wir denken, man könnte sehr wohl eine Lizenz erfinden, die für Daten funktioniert und die Grundlagen von Creative Commons auch beibehält. Und die haben dann diese Open Data Commons Database License entworfen. Und das ist der Vorläufer von der ODBL, um die es jetzt bei uns gerade geht. Die OSM Foundation bestand damals aus Cory Berger, Etienne Chadlou, Steve Coast, Mike Collinson, Richard Fairhurst, Michael Maron und Michael Robinson. Die haben Michael Collinson, Andrew Robinson. Die haben damals mit diesen ODC-Leuten zusammengearbeitet, haben gesagt, ja, das klingt ja interessant, was ihr da habt. Das ist ungefähr, das klingt so, als ob wir das brauchen könnten. Lass uns mal zusammen schauen, wie wir diese Lizenz auf OpenStreetMap einsetzen können. Es gab dann im Verlauf des Jahr 2008 so ein paar total übereilte Ideen, so von seitens der OSMF, wo die gesagt haben, hey, wir nehmen einfach die Lizenz, in zwei Wochen machen wir Lizenzwechsel und dann ist die Sache fertig. Und da gab es natürlich dann Widerstand und viele Leute haben gesagt, halt mal, das ist alles noch nicht richtig ausgegoren, so schnell nicht, wir müssen erst diskutieren. Deswegen wurde dann im Dezember 2008 eine License Working Group eingesetzt von der OpenStreetMap Foundation. Diese License Working Group bestand aus Steve Coast, Michael Maron, Grant Slater, Mike Collinson, Hank Hoff, Matt Amos, Ulf Möller und Richard Weed. Der Steve Coast und der Michael Maron sind mittlerweile ausgeschieden, weil sie andere Sachen zu tun haben. Das heißt, die nicht durchgestrichenen Namen sind die heute noch aktiv sind in der License Working Group. Und das sind die wirklich die Hardcore-Arbeit machen. Die haben sich über die letzten 1,5 Jahre haben die wöchentlich Telefonkonferenzen gemacht, sich über den aktuellen Stand und die To-Dos und wer muss mit wem, welchem Anwalt noch welche Punkte klären und wir müssen hier im Wiki noch diese Sachen und so weiter und so weiter. Da ist also wirklich sehr viel Arbeit reingeflossen von Freiwilligen, die versucht haben, alle Eventualitäten, alle Probleme, alle Use Cases, was wollen wir eigentlich erreichen mit unserer Lizenz, funktioniert das damit, wie müssen wir das noch Wording ändern und so weiter und so weiter. Wie können wir die Community einbinden, Use Cases im Wiki, Diskussionen auf den Mailinglisten und so weiter. Die haben dann auch die OpenStreetMap-Interessen sozusagen destilliert und an die Leute von Open Data Commons weitergereicht und gesagt, passt mal auf, eure Lizenz, die können wir schon nehmen, aber es wäre schon noch gut, wenn ihr noch das und das und das ein bisschen anpassen würdet und so. Das führte dann zur Veröffentlichung dieser ODBL in der Version 1.0 durch die Open Data Commons im Juni 2009 und seitdem beschäftigt sich die License Working Group sehr stark mit dem Erarbeiten der sogenannten Contributor Terms
Und dazu sage ich später noch etwas mehr. Das ist ein zweites Dokument, das für den Lizenzwechsel zusätzlich zu der eigentlichen ODBL-Lizenz sehr wichtig ist. Am Lizenzwechsel völlig unbeteiligt waren Freimaurer, Illuminaten, die Gnome von Zürich, die Lizardmen, Cloudmate, Microsoft, MapQuest und so weiter. Ich sage das deswegen, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, da stecken doch kommerzielle Interessen dahinter, es ist doch offensichtlich, dass man mit der neuen Lizenz jetzt plötzlich etwas machen kann, was mit der alten vorher nicht ging. Und der Steve Coast, der ja lange Zeit bei der Firma Cloudmate war und jetzt bei der Firma Microsoft ist und eben auch immer noch Vorsitzender von der OSM Foundation ist, der wird da gerne besonders kritisiert und wird gesagt, da steckt doch irgendwas, ist doch da nicht koscher. Aber ich muss da wirklich die Leute in Schutz nehmen. Ich kenne viele von der License Working Group persönlich, war erst am vergangenen Wochenende mit denen Bier trinken in London. Und die sind Mapper wie du und ich. Es sind Leute, die viel Arbeit reinstecken und die wirklich für das Projekt was Gescheites wollen. Diese Verschwörungstheorien haben keinerlei Hand und Fuß. Und es gibt so ein paar Leute, die irgendwie ständig darauf abfahren und sagen, oh Gott, da ist doch irgendwas Fieses. Ist wirklich nicht der Fall. Also das wollte ich sagen, der Lizenzwechsel, das sind Mapper wie uns, die der Ansicht sind, Mapper wie uns, die denken, sie tun da was Gutes für das Projekt. Verschwörungen und Unterstellungen sind fehl am Platz. So, was ist die ODBL? Wie soll die funktionieren? Was sind die Unterschiede? Erstmal kurze Übersicht. ODBL ist eine Share-Alike-Lizenz speziell für Datenbanken. Die, anders als die Creative Commons CC BY-SA-Lizenz bezieht sich die ODBL auf Urheber-, Datenbank- und Vertragsrecht. Datenbankrecht ist für uns in Europa besonders wichtig, weil wir ein ausgeprägtes Datenbankrecht haben, was eben gerade auch Dinge schützt, die eigentlich nicht und das Copyright und das Urheberrecht fallen. Zum Beispiel, wenn ich ein Telefonbuch zusammentrage, die einzelnen Einträge sind nicht geschützt vom Copyright, aber das gesamte Ding kann dann eben schon durch das Datenbankrecht geschützt sein. Zugleich ist die ODBL auch ein Vertrag. Das bedeutet, selbst in Ländern ohne Datenbankrecht wie in den USA, wenn dann jemand, das ist so ein bisschen so dieses Durchöffnen der Packung, verpflichten sie sich zum Kauf. Ja, so ähnlich ist dann auch da, durch Nutzung dieser Daten stimmst du diesem Vertrag zu, dass du bestimmte Dinge eben tust oder nicht tust. Die ODBL bringt zwei neue Konzepte ins Spiel, die ich nachher genauer erklären werde, und zwar nicht substanzielle Datenextrakte und sogenannte Produced Works, das kann man also am besten übersetzen mit produzierte Werke oder Produkte, Endprodukte. Generell ist es aber bei der ODBL genauso wie bei der CC BY-SA, wenn man etwas ableitet aus OSM-Daten, also insbesondere wenn man eine neue Datenbank herstellt aus OSM-Daten, dann ist die auch freizugeben unter der gleichen Lizenz. Die alte Rechtslage sieht so aus, in Wahrheit, das ist nicht 100% korrekt, aber das entspricht dem, was alle annehmen, wie es ist, deswegen stelle ich das so dar. Wir haben hier den Mapper, der erfasst irgendetwas, stellt es unter diese CC BY-SA Lizenz, die bedeutet praktisch, jeder darf es benutzen unter den folgenden Bedingungen und lizenziert es an die ganze Welt. Der Nutzer, der lädt sich diese Daten runter und kann sie benutzen. Die OSM Foundation ist nur so ein Konzentrator, die aber sozusagen diese Daten durchleitet. Die OSM Foundation spielt in dieser Rechtssituation keine Rolle. Er hier ist der Urheber und hat das Urheberrecht und erteilt eine Lizenz. Und er hier ist der Nutzer von ihm. Die OSM Foundation ist praktisch nur wie so ein großer Server, wo man Daten drauflädt und der andere lädt sie sich wieder runter wie ein Verteiler. Aber sie spielt keine Rolle in dem rechtlichen Konstrukt. In der neuen Lizenzsituation ist es komplett anders. Die OSM Foundation hat plötzlich eine wichtige Rolle, und zwar, weil die Open Database License nur für Datenbanken funktioniert. Deswegen gibt es nicht die Möglichkeit, ich blätter nochmal zurück, es gibt nicht die Möglichkeit für diesen einzelnen Mapper, seine Daten unter der Open Database License herauszugeben, außer er mappt irgendwie mindestens mal 20.000 Nodes oder irgendwas, also etwas, was groß genug ist, um eine eigene Datenbank zu sein. Generell haben wir diese Situation in OSM ja nicht, dass der einzelne Mapper eine eigene Datenbank hat, sondern der trägt ja nur Teile zu einer großen Datenbank bei. Und deswegen ist also die OSM Foundation in Zukunft, der Server, der in London steht, das ist die Stelle, wo die Datenbank überhaupt erst entsteht.
dadurch, dass einzelne Leute ihr Schärflein dazu beitragen. Das bedeutet, dass die ODBL sozusagen diesen Teil nur regeln kann zwischen der OSM Foundation und dem Nutzer und dass wir für den Weg zwischen dem Mapper und der OSM Foundation etwas anderes brauchen. Und da kommen diese Contributor Terms ins Spiel. Die Contributor Terms sind praktisch ein Vertrag, den der Mapper mit der OSM Foundation schließt. Und die Contributor Terms, die sehen grob gesagt Folgendes vor. Der Mapper gestattet der OSMF in diesem Vertrag, liebe OSMF, du darfst meine Daten verteilen. Und ich sichere dir unter der ODBL-Lizenz. Und ich sichere dir zu, dass die Daten, die ich zu dir hochlade, auch kompatibel sind mit dieser Lizenz und nicht etwa von Teleatlas geklaut oder sowas. Die OSMF verspricht im Gegenzug dazu, dass sie auch den Namen des Mappers nennt, und zwar auf einer Wiki-Seite oder wie genau, das ist noch nicht 100% klar, aber zumindest OSMF verspricht dem Mapper dafür, dass ich deine Daten nutzen darf, werde ich auch dich entsprechend würdigen. Und außerdem enthalten die Contributor Terms auch einen gegenseitigen Haftungsausschluss. Das heißt, der Mapper verspricht zwar, dass er seinem nach bestem Wissen und Gewissen die Daten frei von Rechten Dritter sind und er sie deswegen hochladen kann, aber wenn da ein Irrtum stattfindet und der Mapper hat aus Versehen doch Daten hochgeladen, die eigentlich Copyright verletzen und so weiter, dann wird die OSMF ihn deswegen nicht verklagen. Umgekehrt verspricht der Mapper aber auch, dass er die OSMF nicht verklagen wird, wenn sie zum Beispiel aufhört, seine Daten zu verteilen oder sowas. Ganz wichtig ist, dass die Contributor Terms, und das wird oft missverstanden, keine Übertragung des Urheberrechts darstellen oder eine Blanko-Lizenz oder sowas, sondern nur eine ganz eingeschränkte Erlaubnis für die OSMF. Der Mapper ist nach wie vor der Urheber der Rechte, der Urheber der Daten und hat alle Urheberrechte daran. Er erlaubt aber der OSMF in bestimmten Grenzen diese Daten weiter zu verteilen. Das ist auch keine Exklusivität. Das heißt, der Mapper kann nach wie vor seine Daten gleichzeitig noch zu Google Mapmaker hochladen, wenn er das möchte oder irgendwas anderes tun. Die Contributor Terms enthalten selber keine Lizenz. Das heißt, bislang war es so, der Mapper hat direkt gesagt, ich lizenziere meine Daten als CC BY-SA. In Zukunft sagt der Mapper, liebe OSMF, du darfst meine Daten unter einer Lizenz verteilen. Aber es gibt da eine Einschränkung, die Contributor Terms erlauben der OSMF, diese Daten weiter zu verteilen unter der CC BY-SA Lizenz oder der ODBL Lizenz oder einer anderen, beliebigen anderen Lizenz, solange diese andere Lizenz frei und offen ist und 2/3 der aktiven Mapper zustimmen. Das bedeutet, und die OSMF erhält in den Contributor Terms von dem Mapper das Recht eingeräumt, gegen Missbrauch rechtlich vorzugehen. Das ist auch neu gegenüber jetzt. Im Augenblick, wenn jemand unsere Daten tatsächlich missbrauchen sollte, dann kann die OSMF dem zwar sagen, hör mal, du machst da Mist, aber rechtlich vorgehen kann sie nicht, weil sie ja nicht der Urheber ist, sondern es kann immer nur der einzelne Mapper gegen einen missbräuchlichen Benutzer vorgehen rechtlich. In Zukunft erteilt der Mapper der OSMF das Recht, in seinem Namen gegen missbräuchliche Verwendung vorzugehen, falls sie stattfinden sollte. Das heißt, die OSMF bekommt da ein bisschen mehr Zähne gegenüber den Nutzern und kann da auch die Rechte des Projektes besser verteidigen. Diese Weiterverteilung, eine beliebige freie und offene Lizenz, das ist eine Geschichte, die sehr wichtig ist auf der einen Seite, weil sie verhindert, dass sich zum Beispiel, wenn sich ein Fehler herausstellt, es kann ja durchaus sein, dass sich in einigen Jahren herausstellt, dass die ODBL doch nicht das Gelbe vom Ei war oder dass sich die Situation in der Welt so ändert, dass die ODBL plötzlich, sagen wir mal, es gäbe plötzlich irgendeine neue, andere Lizenz, die alle einsetzen und alle Regierungsorganisationen veröffentlichen plötzlich ihre Daten unter dieser neuen, anderen Lizenz, dann kann das ja sein, dass OpenStreetMap sagt, hey, wir wollen damit kompatibel sein und wir wollen eigentlich auch auf diese Lizenz wechseln. Deswegen halt hier dieser Freiheitsgrad für die OSMF, eine andere Lizenz zu wählen in Zukunft. Aber wie gesagt, es müssen 2/3 der aktiven Mapper zustimmen. Das heißt, die Hürde ist relativ hochgelegt und es gibt auch eine genaue Definition in den Contributor Terms, was eigentlich ein aktiver Mapper ist. Es ist also nicht so, dass man das einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Das ist schon relativ genau geregelt. Das hier sind die vollständigen Contributor Terms. Nur um euch zu zeigen, es ist klar, dass ihr es nicht lesen könnt, aber so lang sind sie nicht.
Also es ist jetzt nicht so ein furchtbar kompliziertes Lizenzdokument, sondern da steht halt im Wesentlichen genau das drin, was ich gesagt habe. Hier steht, der Mapper gibt die Daten an die USMF. Hier steht, die USMF kann es relizenzieren und zwar unter den folgenden Bedingungen. Und hier steht, dass man keine gegenseitige Haftung hat und das war's. Wer sie im Detail lesen möchte, kann das hier tun, unter diesem URL. Da gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Wichtige Konzepte, die von der ODBL neu eingeführt werden. Erstmal Sammelwerk und abgeleitetes Werk. Das ist eine Unterscheidung, die wir jetzt schon in der CC BY SA-Lizenz haben. Ein Sammelwerk, also im CC BY SA-Speak kann man sich das so vorstellen. Sammelwerk ist, wenn ich ein Buch habe und auf jedem Buch habe ich eine Karte abgebildet. Einige von diesen Karten sind aus OpenStreetMap, andere Karten sind aus einer anderen Quelle. Das ist ein ganz klares Sammelwerk. Da ist die Lizenzsituation so, dass diejenigen Teile, die aus OpenStreetMap sind, also praktisch die Seiten, sagen wir mal, auf denen die Karten abgebildet sind, die sind share-alike, stehen unter der CC BY SA-Lizenz. Andere Seiten, die vielleicht eine Karte von Teleatlas enthalten, können weiterhin unter Teleatlas-Lizenz stehen, ist gar kein Problem. Im Gegensatz dazu ein abgeleitetes Werk, wenn diese Daten untrennbar miteinander vermischt werden, wenn ich zum Beispiel OpenStreetMap-Daten und Teleatlas-Daten übereinander drucke in einer Karte, dann ist das ein abgeleitetes Werk. Dann muss das ganze Ding unter CC BY SA stehen, inklusive der eingedruckten Teleatlas-Daten. Ganz ähnlich ist es in der ODBL auch für Datenbanken. Solange ich eine Datenbank habe und ich lade, sagen wir, ich habe einen PostGIS-Server und ich lade in eine Datenbankinstanz Teleatlas-Daten und daneben lade ich OSM-Daten, ist kein Problem. Das ist eine Sammeldatenbank, beide sind da parallel. Wenn ich die Daten aber anfange zu verschneiden und sage, ich mache mir eine neue Datenbanktabelle, da sind aus OpenStreetMap die Fahrradwege plus noch einige zusätzliche Fahrradwege aus Teleatlas oder so, dann wird daraus ein abgeleitetes Werk, das ich dann komplett veröffentlichen muss. Bei der ODBL wird das Share-alike dadurch aktiviert, dass ich die Daten öffentlich nutze, so ist die Formulierung. Also ich baue mir hier im Kleinen meine abgeleitete Datenbank aus irgendwelchen Daten, OSM und andere. Solange ich das im Kleinen mache und irgendwie meinen Spaß damit habe, interessiert das niemanden. In dem Moment, wo ich die Daten öffentlich nutze, indem ich zum Beispiel ein daraus hergestelltes Printprodukt verteile oder eine Webseite anbiete, wo die Leute Anfragen an meine Datenbank richten können oder sowas, in dem Moment muss ich also auch diese Daten freigeben. Und außerdem ist es so, dass ich nicht unbedingt die Datenbank freigeben muss. Ich kann auch eine Bildungsvorschrift freigeben. Das ist ein bisschen kompliziertes Thema, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt eine OpenStreetMap-Datenbank mir runterladen, ein Planet-File, und ich würde daraus nur alle Nodes nehmen und den Rest wegschmeißen. Und dann würde ich damit irgendwas machen. Jetzt habe ich eine abgeleitete Datenbank aus OpenStreetMap hergestellt. Ich habe alle Nodes genommen, den Rest weggeschmissen. Ich habe ja gerade dadurch eine Änderung gemacht sozusagen. Und das ist eine abgeleitete Datenbank, die ich theoretisch freigeben muss. Aber nun ist das ja ziemlich bescheuert, wenn jetzt irgendwie auf 15.000 Servern in der Welt irgendwo diese OpenStreetMap-Daten rumgeistern, weil jemand die freigeben muss. Das heißt, ich kann auch einfach sagen, in diesem speziellen Fall, naja, das sind die original OpenStreetMap-Daten, bloß ich habe einfach nur alle Nodes rausgenommen. Ja, da zwingt mich die ODBL jetzt nicht, tatsächlich irgendwo einen ZIP-File hinzulegen, wo diese Nodes dann drin sind. Also solange ich mit einfachen Worten sagen kann, ja, so und so ist es gebildet worden und ich brauche nicht noch eine geheime zusätzliche Datenquelle dazu, dann reicht es auch, so eine Bildungsvorschrift freizugeben. Das Konzept Produced Work wird neu eingeführt, was ich vorhin gesagt habe, ein Produkt. Wenn ich aus OpenStreetMap-Daten unter der ODBL ein Werk herstelle, das keine Datenbank ist, zum Beispiel eine gedruckte Karte, dann kann ich dieses Produced Work unter einer beliebigen Lizenz verteilen und bin nicht an das Share-alike oder die ODBL gebunden. Das heißt, die Details dazu, was ein Produced Work ist, stehen auf dieser Seite. Das ist so ein bisschen so eine Interpretationssache, die auch sicherlich noch nicht endgültig geklärt ist, weil es sehr viele Mischfälle gibt. Aber das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn jemand also mit sehr viel Handarbeit aus OpenStreetMap-Daten eine gedruckte Karte herstellt, dann hat er unter der neuen Lizenz das Recht, diese gedruckte Karte unter einer beliebigen Lizenz zu verteilen. Er darf sie unter einer freieren Lizenz verteilen als bislang, zum Beispiel einer Creative Commons Attribution Lizenz ohne Share-Alike-Komponente. Er darf sie auch unter einer restriktiveren Lizenz verteilen, zum Beispiel, er darf sagen, Copyright
so und so Verlag, Veröffentlichung nur mit Nutzung nur mit Genehmigung, auch erlaubt. OpenStreetMap stellt sich halt auf, oder die, man stellt sich auf den Standpunkt, dass solange keine neue Datenbank produziert wird, sondern irgendwie ein abgeleitetes, zum Beispiel eben eine Karte, dann soll von mir aus der Verlag, der da das macht, der soll ruhig die Rechte an diesem Kartendesign haben dürfen. Wir, uns geht es um die Daten. Das mit Produced Work bietet uns auch, das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, ist ein kommerzielles Beispiel, aber in der Praxis haben wir auch viele Sachen in dem im Hobbybereich oder im akademischen Bereich, wo uns im Augenblick die Creative Commons Share-Like-Lizenz ein Hindernis darstellt. Und zwar zum Beispiel im akademischen Bereich, ich schreibe meine Diplomarbeit über den öffentlichen Nahverkehr, ich gehe zu meinen Verkehrsbetrieben und ich sage, darf ich mal die Verkehrsdaten von euren Bussen haben, weil ich will es hier analysieren in meiner Datenbank. Und die sagen dann, ja, du kannst die haben für deine Diplomarbeit, aber nur für den akademischen Gebrauch. Und wenn ich jetzt hingehe und ich will in meiner Diplomarbeit die irgendwas mit diesen Bussendaten machen und will das auf einer OpenStreetMap-Karte abbilden, dann habe ich in dem Moment ein abgeleitetes Werk erschaffen aus OpenStreetMap und diesen Verkehrsbetriebedaten. Und im Moment zwingt mich die OpenStreetMap, die CC BY-SA-Lizenz dazu, dieses Ergebnis unter der CC BY-SA zu veröffentlichen. Das steht aber im Widerspruch mit der Bedingung, die die Verkehrsbetriebe an die Freigabe der Daten geknüpft haben. Das heißt, diese Diplomarbeit kann nicht stattfinden oder sie kann zumindest nicht illustriert werden. Ähnliche Sache haben wir zum Beispiel mit einer ganz bekannten Karte, mit der Reit- und Wanderkarte, die es im Moment im Netz gibt. Das ist eine Karte, bei der das Höhenrelief, also die Höhendaten, aus einer Quelle kommen, die nur zur nicht gewerblichen Verwendung ist, also non-commercial. Und auch das bedeutet, ich kann niemals einen Ausdruck anfertigen von dieser Reit- und Wanderkarte im Augenblick, weil ich dadurch ein abgeleitetes Werk herstellen würde aus OpenStreetMap-Daten. Das müsste unter der CC BY-SA-Lizenz veröffentlicht werden. Die gestattet aber ausdrücklich kommerzielle Nutzung. Das heißt, es ist mir nicht möglich, so einen Ausdruck zu machen. Im Web geht das, weil die Sachen da unverbunden sind. Die sind als einzelne Layer und deswegen greift da dieses abgeleitete Werk nicht. Aber also das ist eine Sache, wo uns die ODBL durch diese Freiheit mehr Kombinationsmöglichkeiten erlaubt, wo man also wirklich auch künftig dann in der Lage sein wird, Dinge herzustellen aus OpenStreetMap, wo man sagt, das hier ist nur explizit für nicht kommerzielle Verwendung. Ja, okay, das habe ich erklärt. Ein weiteres Konstrukt, was die ODBL neu einführt, ist das Konstrukt der substanziellen Extrakte. Das kommt aus dem Datenbankrecht. Das Share-Alike oder die ODBL-Lizenz gilt nur, wenn du ein substanzielles Extrakt aus der OpenStreetMap-Datenbank anfertigst. Wenn du ein nicht substanzielles Extrakt anfertigst, dann kannst du damit machen, was du willst. Was substanziell und nicht substanziell ist, ist auf dieser Wiki-Seite diskutiert oder angefangen zu diskutieren. Die Regeln sind relativ streng. Also nicht substanziell, das ist sozusagen, man kann sich es etwa so vorstellen, die unmittelbare Umgebung eines Gebäudes. Ja. Hier ist mein Friseursalon und das sind die 50 Meter außenrum. Das könnte noch gerade so als nicht substanziell durchgehen. Also da würde man sagen, komm, Augen zugedrückt, mach dazu, was du willst. Alles, was darüber hinausgeht, größere Karten sind auf jeden Fall substanziell. Also da gibt es, das ist eine Sache, die kommt nicht unbedingt, die haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das ist im Datenbankrecht ist das vorgesehen, dass nicht substanzielle Extrakte grundsätzlich nicht vom Datenbankrecht betroffen werden und deswegen wurde das so in diese ODBL übernommen. Ja? Ja.
Also weiteres Konzept, Sammeldatenbank. Das habe ich vorhin gesagt, wenn Daten unabhängig von OSM vermischt werden, dann ist es eine Sammeldatenbank und ich muss nur den OSM-Teil freigeben. Zum Beispiel, ich habe hier es könnte sogar streng genommen eine Datenbanktabelle sein, in die ich irgendwie ganz viele Daten aus OSM reinstopfe und dann noch ganz viele andere Daten, aber sie haben keinen Bezug zueinander. In dem Augenblick, wo ich einen Bezug zueinander herstelle, weil ich zum Beispiel sage, ja, ich tue ja die OSM-Daten rein und dann tue ich aus einer zweiten Quelle auch noch Daten, aber nur das, was in OSM noch nicht vorhanden war oder so und dadurch praktisch diesen OSM-Datenbestand ergänze, in dem Augenblick habe ich halt eine abgeleitete Datenbank, die keine Sammeldatenbank mehr ist, die ich dann komplett freigeben muss. Wichtiges neues Konzept, das habe ich vorhin anhand von diesem Beispiel, von diesem Bildchen schon erläutert, die OSMF ist jetzt der Herausgeber der Datenbank, das heißt die OSMF kann rechtlich gegen Lizenzverstöße vorgehen. Und die OSMF kann jetzt auch neu die Lizenz interpretieren und Fragen verbindlich beantworten. Wenn also einer kommt und sagt, hallo, ich habe hier diese Anwendung, ich möchte in meinen Fernsehnachrichten OpenStreetMap zeigen und lalalala und dann möchte ich das und das als Attribution anzeigen, ist das in Ordnung, dann kann OSMF da ein verbindliches Ja sagen. Das heißt nicht, dass sie es unbedingt in allen Fällen machen werden, denn das kostet ja auch Manpower, aber zumindest ist theoretisch jemand da, der das machen kann. Fazit von meinem Kapitel zu den Details der ODBL. Die ODBL ist die derzeit beste Share-Alike-Lizenz für Datenbanken. Das ist ein Zitat von einem deutschen Juristen, der das reviewed hat, die Lizenz. Es ist nicht schwierig, die derzeit beste Share-Alike-Lizenz für Datenbanken zu sein, denn es gibt nicht besonders viele. Und das Gute an der ODBL ist, dass halt eben Grauzonen, wo man sagt, was ist jetzt eigentlich genau ein Produced Work und so, können in gewissen Grenzen von der OSMF und damit von der Community geklärt werden. Und schließlich die Contributor Turns ermöglichen es in Zukunft, die Lizenz zu ändern, ohne dass es zu diesem ganzen Stress kommt, den wir jetzt haben, dass man alle Leute einzeln befragen muss, die Daten von denen löschen, die nicht mitmachen wollen und so weiter. In Zukunft, wenn es nach diesem Wechsel jemals einen weiteren Lizenzwechsel gibt, dann sieht er so aus, OSMF beschließt, wir wollen die Lizenz ändern, alle aktiven Mapper werden gefragt, genau genommen ist es so, alle kriegen eine Mail und alle, die innerhalb von drei Wochen antworten, sind aktiv, sofern sie im letzten Jahr irgendwie mindestens ein paar Edits gemacht haben. Alle antworten und wenn dann mehr als zwei Drittel dafür sind, dann kann man die Lizenz wechseln. Und wenn nicht, dann nicht. Und es gibt nicht so ein Tohuwabohu wie jetzt, wo halt einige sagen ja und andere sagen nein, ich bin aber wenn ihr die Lizenz wechselt, dann bin ich nicht dabei und dann steige ich aus und dann lösche ich meine Daten und so. Das heißt, in Zukunft ist etwas, ich komme da später bei der Kritik-Section noch ein bisschen dazu. Es gibt natürlich auch Leute, die das nicht so gut finden. Ja? Es gibt Leute, die lieber den anderen nicht das Recht einräumen wollten, die Lizenz einfach zu verändern. So, wie soll das Ganze vonstatten gehen? Wir haben da einen Fahrplan, den gibt es schon sehr lange im Wiki. Der wird noch seltener eingehalten als Fahrpläne bei der Bahn, weil es alles viel langsamer geht als eigentlich gedacht, aber zumindest stelle ich den mal vor. Phase 1 von diesem Fahrplan sieht vor, dass neue Benutzer, die sich neu anmelden bei OSM, automatisch der neuen Lizenz zustimmen. Da steht also, ja, indem du dich anmeldest, stimmst du zu. Das machen wir seit 12. Mai 2010. Phase 2, existierende Benutzer können freiwillig zustimmen. In der Phase sind wir jetzt. Viele von euch werden das schon gemacht haben. Man kann sich einloggen, man kann in seinen User Preferences da draufklicken. Ja, ich stimme den Contributor Terms zu und damit ist die Sache gegessen. Phase 3, die beginnt wahrscheinlich noch diese Woche oder nächste Woche, also zumindest die ist imminent. Existierende Benutzer müssen sich entscheiden, um weiter editieren zu dürfen. Müssen sich entscheiden heißt, sie müssen entweder Ja oder Nein sagen. Sie dürfen nicht einfach, wie bislang, nichts sagen. Nächste Phase, Phase 4, ist nur Benutzer, die tatsächlich zugestimmt haben, dürfen weiter editieren. Phase 5 ist, die Datenbank wird tatsächlich dann auf ODBL umgestellt. Diese ganzen Phasen, während dieser ganzen Zeit bis zum Ende von Phase 4, ist unsere Datenbank noch unter Creative Commons Share Alike veröffentlicht. Keine Änderung nach außen hin. Das Planet-File steht unter dieser Lizenz. Erst mit der Phase 5
wird das Planet-File auf ODBL umgestellt. Ich gehe jetzt auf die Phasen noch etwas im Detail ein. Die heutige Situation ist, man kann sich freiwillig eintragen, dass man zustimmt, aber die Mapper sind nicht flächendeckend informiert. Die Liste der Zustimmer ist bereits öffentlich, das heißt, ich kann sehen, wer schon zugestimmt hat und wer nicht. Das führt zu einer gewissen Verunsicherung bei vielen Mappern, die halt sehen, da ist in meiner Gegend jemand, der hat viel gemappt, aber der hat noch gar nicht zugestimmt. Ist das, weil der das nur noch nicht gesehen hat oder weiß er nichts oder was ist los? Ja, das führt dann dazu, dass die Leute oftmals ihre Nachbarn, dann die lokalen Mitmapper fragen, hey, kriegen dann so Mails, hey, hast du schon gehört vom Lizenzwechsel? Und dann sind die genervt und so weiter. Das ist so ein bisschen die aktuelle Situation. Es gibt ein paar Listen oder Karten, zum Beispiel auf odbl.de oder das ist eine Liste oder auf hier informatikuni-leipzig.de, das ist eine Karte, wo man abschätzen kann, wie der Lizenzwechsel die eigene Gegend beeinträchtigt. Das ist halt dann so rot und grün eingefärbt. Da sieht man, diese Daten sind von Leuten, die haben noch nicht zugestimmt, diese Daten sind von Leuten, die haben schon zugestimmt. Das ist aber alles noch relativ grob. Da ist noch relativ grob die Entscheidung, welche Daten überhaupt sozusagen bleiben können und nicht. Diese sozusagen, was färbt man rot und orange und gelb und grün ein, das ist da alles noch ein bisschen, naja, ist ganz bestimmt nicht endgültig. Und diese Daten sind im Moment halt auch nicht repräsentativ, weil es noch gar nicht unbedingt jeder Bescheid weiß. Das ist ein Beispiel von dieser Karte von der Uni Leipzig, also Beispiel aus Berlin. Sieht da ungefähr so aus, alles was grün ist, das ist nur jemals von Leuten editiert worden, nur angefasst worden von lauter Leuten, die alle zugestimmt haben. Deswegen kann das garantiert, ist sozusagen clean für die Übernahme in ODBL. Alles, was orange ist, das ist so, ja, ist von einigen Leuten verändert worden, die zugestimmt haben und von anderen, die nicht zugestimmt haben. Ne? Man weiß es nicht. Das Gleiche gilt für gelb. Und rot ist ausschließlich von Leuten editiert, die nicht zugestimmt haben. Das heißt, das fliegt garantiert raus, wenn man einen Lizenzwechsel heute machen würde. Ja, ein bisschen irreführend, in manchen Gegenden sehen diese Karten extrem rot aus. Es hängt aber meistens nicht damit zusammen, dass jemand sich da aktiv dagegen entschieden hat, sondern dass halt viele Leute sich einfach noch nicht entschieden haben. Die Phase 3, die jetzt demnächst anfängt, funktioniert dann so. Einer, der noch nicht reagiert hat, also der weder gesagt hat, ich stimme zu, noch ich stimme nicht zu, der kann keine Edits mehr hochladen. Wenn der in seinem Editor Edits hochlädt, kriegt er so eine Meldung, ups, hier ist ein Fehler aufgetreten. Du musst dich erst einloggen und musst entweder den Contributor Terms zustimmen oder es gibt einen anderen Button dann, den gibt es im Moment noch nicht, aber den wird es dann geben und sagen kann, nee, ich stimme dem nicht zu. Egal was er macht, er kann trotzdem danach sofort weiterarbeiten. Und wenn er sich für Nein entscheidet, dann kann er sich auch später noch umentscheiden. Wenn er sich für Ja entscheidet, dann kann er sich später nicht mehr umentscheiden. Die Liste der Leute, die Nein gesagt haben, ist genauso wie die Liste der Leute, die Ja gesagt haben, dann öffentlich. In der Phase 4 wird es dann so sein, dass alle, die noch nicht zugestimmt haben, eine Fehlermeldung bekommen, also auch die, die jetzt sagen, nee, ich stimme nicht zu, also alle, die nicht zugestimmt haben, dann eine Fehlermeldung bekommen beim Edits und die können beim Hochladen von Edits und die können nur weiterarbeiten, wenn sie zustimmen. Das heißt, wenn sie nicht zustimmen, dann bleiben zwar ihre Daten noch drin, aber sie können nicht mehr mitmachen. Vermutlich wird das ungefähr im Juli 2011 passieren, aber nagelt mich da nicht fest, dieser Fahrplan ist schon so oft ausgehebelt worden, das kann auch noch länger dauern. Und in der Phase 4, da wird es dann auch eine E-Mail an alle geben, die es noch nicht entschieden haben, um sicherzustellen, dass man auch alle erreicht. Ich dachte immer, diese E-Mail würde schon früher kommen, aber es ist wohl im Augenblick nicht geplant. Und es wird natürlich auch verfeinerte Tools geben, um zu analysieren, ja, welche Objekte können wir eigentlich jetzt übernehmen und wo sind die kritischen Punkte, wo würden uns, wenn wir heute Lizenz wechseln, Daten fehlen. Und es ist anzunehmen, das ist jetzt meine persönliche Annahme, wir sehen das heute schon im Kleinen, spätestens in dieser Phase 4 wird es verstärkt sein, wenn man erstmal sieht, okay, hier in meiner Stadt, da ist einer, der hat das in das Stadtviertel gemappt und der hat definitiv nicht zugestimmt, also er hat definitiv auf Nein geklickt und der kann jetzt auch nicht mehr weiter editieren, weil er auf Nein geklickt hat. Dann gehe ich davon aus, dass Mapper verstärkt anfangen werden, diese Sachen zu löschen und neu zu erfassen, weil sie sicher gehen wollen, dass später bei dem tatsächlichen Wechsel dann da nicht erstmal 3 Monate lang ein weißer Fleck ist. Das ist aber eine Sache, das ist natürlich eine Gruppendynamik. Wie gesagt, das sieht man, zum Teil sieht man sowas jetzt schon. Phase 5 ist dann die
Überführung, das heißt, man schaut sich an, okay, wir wollen jetzt umstellen, welche Daten, die wir in unserer Datenbank haben, sind alle ODBL-kompatibel oder mit der Umstellung kompatibel, welche Leute haben zugestimmt, dann werden diese Daten übernommen in die neue Datenbank und Daten, die nicht kompatibel sind, die werden nicht übernommen. Die alte Datenbank wird archiviert, das heißt, ich verwende selber immer die Formulierung, wir löschen die Daten von den Leuten, die nicht zugestimmt haben, aber das ist technisch nicht richtig, weil wir behalten die alte Datenbank wird komplett auf dem letzten bekannten Stand erhalten und steht zum Download unter CC BY SA bis auf alle Ewigkeit zur Verfügung. Diese Daten werden also nicht gelöscht. Es ist halt nur so, dass der aktive Datenbestand, mit dem OpenStreetMap dann nach dem Umwechseln weiterarbeiten wird, diese Daten nicht enthält, sondern nur die Daten, bei denen ausreichend Zustimmung war. OSM schaltet um auf ODBL und von dem Zeitpunkt an kann man dann Daten, die man aus OSM runterlädt, unter der ODBL verwenden. Ich habe jetzt hier dieses Termin vermutlich, die License Working Group würde jetzt wahrscheinlich sagen, halte mal, aber ich schätze, dass das nicht mehr in diesem Jahr passiert, die Umstellung, sondern irgendwann 2012. Ich habe jetzt hier dieses Wort verwendet, ja, kompatible Daten. Was sind denn die Daten? Erstmal kommt Thema Forks. Es wird vermutlich ein oder mehrere Forks geben, also Leute, die dann spätestens zu diesem Wechselzeitpunkt sagen, hey, wir betreiben hier eine Datenbank weiter, wo die alten Daten drin sind, wir bleiben bei CC BY SA, das dürfen die ja machen, die müssen sich dann halt anders nennen, ja, die müssen sich dann halt Even More Open Street Map oder sowas nennen. Es gibt schon jetzt eine Seite, die heißt www.fossen.org, da ist schon so eine Kopie von den Daten drauf, die wohl auch irgendwie synchron gehalten wird, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Sowas wird es wahrscheinlich mehr geben. Die langfristige Lebensfähigkeit dieser Forks ist aber recht fraglich. Ich vermute, sie werden ein paar Monate existieren und dann einschlafen. Es könnte sein, dass es Möglichkeiten gibt, wie man gemischte Werke herstellen kann, dass man sagt, ich nehme ein paar Daten aus OSM, ein paar Daten aus diesem alten Datenbestand und erzeuge dadurch irgendwie ein Map-Teil, da die neue Lizenz einem ja relative Freiheiten erlaubt bei der Lizenzierung eines solchen Map-Teils, könnte das sein. So, jetzt kommt der Punkt, was ist kompatibel? Welche Daten können wir denn überhaupt übernehmen von der alten Datenbank in die neue? Dabei dürfen wir nicht nur schauen, wer hat das Objekt zuletzt bearbeitet, okay, der hat zugestimmt, zack, wir nehmen die Daten. Sondern wir müssen natürlich alle Versionen des Objekts berücksichtigen. Und wir müssen analysieren, hey, das ist von 5 Leuten bearbeitet, zwischendurch hat mal einer nicht zugestimmt, aber eigentlich, der hat bloß das Created By Tag gelöscht oder das war eine triviale Änderung, die der gemacht hat. Der hat bei 100.000 Objekten das Created By Tag gelöscht. Dadurch ist natürlich kein urheberrechtlicher Anspruch entstanden und deswegen ignorieren wir das und nehmen den Way trotzdem. Way-Trennung ist ein Detail, brauche ich jetzt nicht zu erklären. Ich nehme an, dass es darauf hinauslaufen wird, dass klare Fälle automatisch geregelt werden. Das heißt also da, wo ganz klar ist, dieser Way wurde nur von Zustimmern bearbeitet oder nur von Ablehnern bearbeitet, ist die Sache klar, kommt rein, kommt nicht rein. Und ich nehme an, dass es darauf hinauslaufen wird, dass unklare Fälle von der Community lokal entschieden werden, dass es da irgendeine Art von Möglichkeit gibt, in dem Interface zu sagen, okay, ich schaue mir die History von diesem Way an, aha, so und so sieht's aus, die ist von den Leuten bearbeitet worden, das kann übernommen werden. Wie genau das laufen wird, ist technisch noch völlig unklar. Deswegen auch meine Prognose 2012. Spezialfallimporte. Wenn wir Daten importiert haben in einer größeren Menge aus der gleichen Quelle, dann gibt es manchmal Leute, die gesagt haben, hier, ich gebe euch diese Daten, ihr könnt sie für OpenStreetMap verwenden. Solche Daten können wir wahrscheinlich einfach behalten, denn die sind ja für OpenStreetMap freigegeben und nicht konkret unter deren der Lizenz. Wenn aber irgendjemand gesagt hat, diese Daten stelle ich unter CC BY SA zur Verfügung und wir sie dann importiert haben, dann haben wir natürlich ein Problem und müssen im Zweifel nachverhandeln oder im Worst Case, diese Daten können halt dann nicht übernommen werden. Fazit, dieser Wechselprozess wird ganz bestimmt einige Leute verärgern, weil Daten gelöscht werden müssen, ja, oder eben nicht übernommen werden können. Das größte Problem ist wirklich meiner Ansicht nach, dass Leute verärgert sind. Dass wir Daten verlieren, sehe ich persönlich als ein relativ kleines Problem an, weil ich überzeugt bin, dass innerhalb weniger Monate die verbleibenden Mapper die Sachen neu erfasst haben werden und damit ist die Sache gelaufen.
Es gibt vielleicht ein ganz paar wenige Ausnahmen, wo es schwieriger ist, aber OpenStreetMap hat da wirklich enormes Potenzial. Da sehe ich kein Problem. Aber es ist natürlich schade, wenn man Leute verliert und wenn die Leute dann vor allem noch im Zorn gehen und sagen, scheiß Projekt, die haben irgendwie die Lizenz geändert, der neuen wollte ich nicht zustimmen und so weiter. Der Datenverlust, das habe ich vorhin schon gesagt, wird wahrscheinlich vielerorts im Vorfeld schon, der drohende Datenverlust im Vorfeld schon erkannt und durch Neuerfassung von Daten vermieden werden. Wenn es also Leute gibt, die nicht zustimmen wollen und die auch ganz klar sagen, hey, ich will nicht. So, kommen wir zu den Punkten, zu den Kritikpunkten, die oft geäußert werden an dieser neuen Lizenz. Da gibt es viele, die will ich euch alle nicht verschweigen, egal ob ich sie teile oder nicht. Einmal Datenverlust. Viele Leute sagen, unsere Daten sind das Heiligste, was wir haben. Jeder, der irgendwas macht, was zu einem Verlust von diesen Daten führt, der begeht ja einen Frevel und das kann man nicht machen. Das ist, die Lizenz darf nicht geändert werden, weil die Daten unser wichtigstes Ding sind. Es gibt einige Leute, die so denken. Es gibt einige Leute, die sogar sagen, ich erlaube euch nicht, meine Daten zu relizenzieren, weil ich gegen Datenverlust bin. Das ist natürlich so ein bisschen, naja gut, wenn man die Hoffnung hat, dass man den Prozess damit aufhalten kann, ja, dann ist es logisch. Aber unter der Annahme, dass man den Prozess nicht aufhalten kann, ist es natürlich ein bisschen unlogisch. Es steht auch die Idee im Raum von einigen Leuten, die sagen, super schlau. Ich habe euch ja vorhin selber erklärt, die CC BY-SA geht nicht, höchstwahrscheinlich nicht für unsere Daten. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, wenn die doch eh nicht gilt, die CC BY-SA-Lizenz, wenn die Daten eh praktisch im Moment vogelfrei sind, mein Gott, dann nehmen wir sie einfach, tun sie unter ODBL und fertig. Aber das ist natürlich was die USMF, womit sie eventuell rechtlich durchkommen könnte, was sie aber nicht machen will, weil die USMF hat ja den Leuten immer versprochen, hier die CC BY-SA-Lizenz schützt eure Daten und so weiter. Selbst wenn das sich im Nachhinein als Irrtum herausgestellt hat, ist es jetzt nicht okay, wenn man sich als USMF hinstellt und sagt, Edgy Badge, reingefallen, wir machen jetzt was anderes. Dann gibt es viele Leute, die natürlich Angst haben, einen Verlust von Importen. Das ist bei uns in Deutschland relativ relaxed, weil wir fast alles selber erfasst haben. Aber in Australien sind zum Beispiel sehr, sehr viele Daten auf Basis von Luftbildern erfasst worden, die nur CC BY-SA lizenziert sind. Und die haben da ein Problem. Da muss man halt auch nachverhandeln. Aber wenn der Herausgeber letzten Endes sagt, nein, ich erlaube eine Relizenzierung nicht, dann kann man diese Daten nicht mehr weiterverwenden. Es gibt auch die Wieso-es-geht-doch-Fraktion, die sagen, du erzählst mir hier lang und breit, wie die CC BY-SA-Lizenz nicht funktioniert, aber schau doch an, wie weit wir gekommen sind. OSM ist doch ein fantastisches Projekt, super viele Leute machen mit, wir haben coole Karten, wir haben ganz wenige Lizenzverstöße nur. Das heißt, im Großen und Ganzen, es mag ja sein, dass es einer rechtlichen Analyse nicht standhält, aber empirisch betrachtet funktioniert doch die Lizenz. Das ist nicht von der Hand zu weisen, es ist wirklich so. Das Problem ist, sind die angeblichen Vorteile wirklich diesen Ärger wert? Das Problem bei der Sache ist, ich teile das so ein bisschen, ja, ich kann diese Haltung verstehen, aber man muss auch sehen, die USMF ist sich also schon seit Jahren bewusst, dass die aktuelle Lizenz nicht funktioniert und dass es theoretisch jeden Tag passieren kann, dass Google unsere ganzen Daten nimmt und bei sich reinlädt und wenn wir dann sagen, ist aber nicht erlaubt, dann sagen die, ja, wir haben die besseren Anwälte und hier Stinkefinger. Ja, das theoretisch könnte das passieren und wenn sowas jemals passiert und die USMF dann sagt, naja, das war uns schon seit 2007 klar, dass sowas passieren kann, die CC BY-SA, die ist halt nicht geeignet. Dann wird natürlich die Community aufbrausen und sagen, was? Unmöglich, wieso habt ihr nichts unternommen? Ja, seit Jahren sitzt ihr da und euch ist diese Gefahr bekannt. Das heißt, das ist die blöde Situation, in der die USMF ist. Es stimmt, dass wir bislang keine massiven Probleme hatten. Es kam manchmal vor, dass Google aus Versehen ein paar von unseren Daten importiert hat durch irgendeinen Dritten. Dann haben wir denen das gesagt und dann haben die gleich gesagt, oh sorry, war keine Absicht, wir löschen das wieder raus. Das heißt, es ist wahr, dass bislang keine Probleme aufgetreten sind, aber ja, ich meine, bloß weil bislang eben beim Roulette immer rot kam, heißt das nicht, dass jetzt beim nächsten Mal auch wieder rot kommen muss. Viele Leute sehen eine Public Domain Gefahr in den Contributor Terms, weil die sagen, durch diesen Lizenzwechselklausel in den Contributor Terms, wo steht, irgendwann in der Zukunft kann die Lizenz durchaus wieder auf irgendwas anderes geändert werden. Hauptsache 2/3 der aktiven Mapper sind dafür. Rein theoretisch könnte man damit das ganze Projekt auch zu Public Domain
abändern. Wenn irgendwann in der Zukunft jemand sagt, hier, wir wollen wechseln auf Public Domain und 2/3 der aktiven Mapper sind dafür, dann ginge das. Public Domain ist auch eine Free and Open License. Und diese Leute, das sind also die Hardcore-Share-Alike-Verfechter, die sagen, ich bin nicht nur für Share-Alike, sondern ich will auch sicherstellen, dass das Projekt auf alle Ewigkeit hinaus Share-Alike bleibt. Die empfehlen, dass man außer der Restriktion, die neue Lizenz muss Free and Open sein, auch noch die neue Lizenz muss Share-Alike in diese Contributor-Terms mit hineinschreibt. Die Position der OSMF zu dem Thema ist, wir wollen das eigentlich nicht machen, weil die Definition von Share-Alike sehr, sehr schwammig und unklar ist. Bis man das genau definiert hat, hat man schon wieder eine halbe Lizenz geschrieben. Und außerdem kann es ja durchaus sein, dass zu irgendeinem künftigen Zeitpunkt, nehmen wir mal an, alle Regierungen geben ihre Daten unter Public Domain frei. Und OpenStreetMap ist das einzige Geodatenprojekt, wo die Daten noch mit zusätzlichen Restriktionen daherkommen. Dann könnte eine Situation entstehen, wo überhaupt niemand mehr sich für OpenStreetMap interessiert, weil alle sagen, ja toll, wieso denn? Ich kann doch die Regierungsdaten nehmen und die sind täglich regelmäßig aktualisiert, was auch immer. Es könnte sein, dass die Community in so einer Situation halt doch gerne die Lizenz ändern würde. Und warum soll man ihnen nicht dieses Recht einräumen? Die Anforderung 2/3 ist ja schon relativ hoch. Umgekehrt gibt es andere Leute, die sagen, wenn ihr schon einen Lizenzwechsel macht, dann schmeißt doch dieses Share-Like endlich weg, dann macht doch endlich PD. Also es gibt auch Leute, ist auch wieder kurios, weil jemand, der eigentlich für PD ist, der müsste ja seine Daten komplett freigeben, aber es gibt Leute, die sagen, ich bin für PD, deswegen stimme ich einen Lizenzwechsel nicht zu, weil ich finde, ihr hättet da etwas weitergehen müssen. Es gibt auch die völlig berechtigte Kritik, dass der ganze Lizenzwechselprozess ziemlich bescheuert gelaufen ist. Weil der natürlich, also erstmal, weil es nie eine richtige Umfrage unter wirklich allen Mappern gegeben hat, was wollt ihr eigentlich für eine Lizenz? Weil auch sonst die Mapper zu wenig beteiligt wurden. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, hör, Lizenzwechsel höre ich zum ersten Mal oder wieso oder was oder man könnte doch und wieso, hört mir keiner zu. Und wir Deutschen oder viele in Deutschland beschweren sich auch, dass es von vielen wichtigen Dokumenten, von der Diskussion und so oftmals keine oder nur verspätet deutsche Übersetzungen gibt. Das sind alles berechtigte Kritiken. Vieles ist scheiße gelaufen. Ich gehörte ganz zu Anfang auch zu entschiedenen Gegnern dieser Lizenz, weil ich gesagt habe, so nicht, so schnell und alle überrollen und so weiter. Mittlerweile bin ich selber davon überzeugt, dass die Leute wirklich ihre Hausarbeiten gemacht haben und dass das gut läuft, aber ich kann das durchaus verstehen, wenn Leute sagen, Moment, der Prozess gefällt mir nicht, ich kann dem nicht zustimmen. Es gibt auch immer noch viele Unklarheiten, zum Beispiel, was ist eigentlich genau eine Datenbank? Das ist nicht definitiv, nicht verbindlich irgendwo definiert. Es gibt Leute, die sagen, ich kann dieser Lizenz nicht zustimmen, weil solange diese Sachen, ihr versprecht mir, dass mit der neuen Lizenz alles klarer wird und dann führt ihr lauter Konzepte ein und die sind auch wieder genauso unklar wie vorher. Das ist nicht ganz zutreffend und es ist insbesondere deswegen nicht zutreffend, weil wir halt wenigstens bei der neuen Lizenz die Klärungshoheit haben. Das heißt, selbst wenn bei einigen Sachen die Details noch nicht genau festgelegt sind, so haben wir wenigstens als OSMF oder als Community die Macht, diese Sachen festzulegen, während das halt unter der Share-Like, unter der CC BY-SA nicht der Fall war. Das als Beispiel mal nur so, es gibt also sehr viele, zum Beispiel eben, es gibt hier so eine Webseite, Community Guidelines im Wiki, da sind lauter diese ganzen Sachen, was ist eigentlich eine Datenbank, was ist eigentlich ein substanzielles Extrakt, was ist eigentlich ein Produced Work, wo ist genau die Grenze, wo ist die Grauzone, das ist hier alles aufgelistet, dann gibt es zu jedem einzelnen Thema eine eigene Seite. Es gibt hier eine riesenlange Webseite, die heißt irgendwie Closed Issues. Da sind ganz viele Use Cases dokumentiert, wo Leute halt gesagt haben, hey, ich habe diesen und den Anwendungsfall, wie ist das mit der ODBL? Und dann ist man da tatsächlich zu den Rechtsanwälten gegangen und hat gesagt, hier, erklärt doch das mal für einen Menschen lesbar und so, tu das ins Wiki. Da ist wirklich sehr, sehr viel Dokumentation, wenn man sich die Mühe macht, das anzuschauen. Aber wie gesagt, vieles davon natürlich in Englisch. Eine Sprache, die nicht jeder versteht. OSMF-Misstrauen ist auch so ein Punkt. Es gibt halt Leute, die sagen, die OSMF, selbst wenn man mal den Leuten keine böse Absicht unterstellt, die OSMF ist halt noch eine relativ junge Organisation, die hat nur 350 Mitglieder, die ist noch nicht so richtig fest etabliert, wie zum Beispiel die Free Software Foundation oder sowas. Das heißt, wollen wir wirklich
eine neue Lizenzsituation schaffen, in der die USMF einen so zentralen Punkt, eine so zentrale Position einnimmt. Und schließlich gibt es auch noch Leute, die sagen, hey, Creative Commons, die haben angekündigt, dass sie eine Version 4 von ihrer CC BY-SA-Lizenz machen sollen. Und siehe da, die soll auch irgendwie auf magische Weise Datenbanken berücksichtigen. Lasst uns doch einfach noch so lange warten, dann können wir nämlich automatisch upgraden von der CC BY-SA-2 auf die CC BY-SA-4. Wir müssen niemanden fragen, es läuft einfach alles so weiter wie bisher. Das ist eine relativ junge Entwicklung, das haben sich die Creative Commons-Leute erst vor einigen Monaten überlegt. Das wird auch garantiert nicht vor 2013 kommen, diese neue CC BY-SA4. Und sie wird auch nicht die Art von Datenbankschutz haben, die, also CC BY-SA-Leute sagen ganz klar, wir bauen in unsere Lizenz keinen Schutz ein, der über das hinausgeht, was in dem jeweiligen Land sowieso schon vorhanden ist. Das bedeutet de facto, da unsere Daten in den USA nicht geschützt sind, werden sie auch durch die CC BY-SA4 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geschützt sein. Aber es ist natürlich zu früh, das definitiv zu sagen. Fazit, es gibt viele Missverständnisse in Bezug auf die ODBL, aber es gibt auch berechtigte Kritik. Aber man muss sagen, der Status quo ist eigentlich auch nicht besser. Wenn ich genauso scharf, wie ich jetzt auf die ODBL schaue, auf die existierende Lizenz schauen würde, dann würde ich wesentlich mehr Mängel sogar daran finden. So, meine Handlungsempfehlung. Wenn ihr dafür seid, wenn ihr das grundsätzlich gut findet, diese ODBL-Lizenz, dann sagt es weiter, sorgt dafür, dass andere Leute auch zustimmen und helft mit, im Vorfeld Datenverlust zu vermeiden, indem ihr den halt identifiziert und im Zweifel, also wenn man die Person, die das gemacht hat, nicht überreden kann, mitzumachen, wenn man da halt sagt, okay, gut, schade, aber dann müssen die Daten halt neu erfasst werden. Und wichtig aber auch, weil ich eben sagte, überreden, respektiert die Entscheidung Andersgesinnter. Also wenn einer wirklich sagt, nee, ich mache da nicht mit, ich finde das scheiße, dann muss man halt an einem bestimmten Punkt auch sagen, okay, vielen Dank für deine bisherige Teilnahme, schade dich zu verlieren, aber wir respektieren deine Entscheidung. Und ja, wenn ihr schon überzeugt seid, dass ihr gehen wollt, weil ihr da nicht mitmachen wollt, weil ihr es doof findet, aus einem der vielen Kritikpunkte, die ich gerade gelistet habe, das ist schade. Eigentlich soll der Lizenzwechsel keine Leute verjagen, aber es lässt sich nicht vermeiden, dass einzelne Leute unglücklich sind. An diese Leute möchte ich die Frage richten, wärt ihr vielleicht bereit, eure bisherigen Daten dem Projekt trotzdem zu lassen? Also überlegt euch, wenn ihr gehen wollt, wir respektieren die Entscheidung, aber seid ihr vielleicht bereit zu sagen, okay, ich habe da viel Arbeit reingesteckt, auch viel Liebe und ich bin bereit zu sagen, okay, diese Daten, ich mache ab jetzt nicht mehr mit, aber ich setze trotzdem das Häkchen und danach lösche ich meinen Account und dann dürft ihr wenigstens die Daten behalten, die ich beigetragen habe. Dadurch tut ihr natürlich den Leuten auch einen Gefallen, die auf euren Daten aufgebaut haben, weil denen unter Umständen sonst im Rahmen des Lizenzwechsels natürlich etwas unter den Füßen weggezogen wird. Wenn ihr die Version 1 von dem Way gemacht habt und ihr sagt, ich mache nicht mehr mit, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Way halt so nicht übernommen werden kann. Wenn ihr noch nicht Bescheid wisst, wenn ihr denkt, ich kann mich nicht entscheiden, das ist eine schwierige Sache, muss ich mir erstmal einen Eindruck bilden. An diese Leute möchte ich gerne die Botschaft richten, eigentlich ist das alles nicht so wichtig. Es wird super viel diskutiert und es ist kein anderes Thema, ist bei OSM so viel hinein investiert worden. Aber eigentlich ist, das ist nicht etwa so, dass diese Lizenz die Basis von unserem Projekt ist, ohne die das Projekt überhaupt nicht funktionieren könnte. Wir haben so viele andere Probleme. Wir haben Probleme mit Ländern, in denen es noch nicht so gut läuft wie bei uns. Wir haben Probleme mit bestimmten Arten von Fragen, wie mappen wir bestimmte Sachen. Wir haben Probleme an der Ausgabeseite. Wir müssen die OSM Foundation auf bessere Beine stellen. Wir müssen mehr Geld sammeln, damit wir bessere Server kriegen. Wir müssen eine funktionierende XAPI hinkriegen und so weiter und so weiter. Wir haben sehr viele Sachen in OSM, für die man sich engagieren kann und wo man gute Arbeit leisten kann. Und meine Haltung ist inzwischen so ein bisschen hier, keep calm and carry on. Es muss nicht unbedingt jeder jetzt zum Rechtsexperten werden. Die neue Lizenz ist ganz bestimmt nicht irgendwie eine Mogelpackung, wo man irgendwie verarscht wird. Man kann es sich leisten, zu der neuen Lizenz Ja zu sagen und sich auf seine eigentliche Arbeit bei OSM zu konzentrieren. Letzte Sache, kann man den Wechsel noch aufhalten? Kann man etwas tun, dass dieser Lizenzwechsel nicht stattfindet?
Der Wechsel wird natürlich nur stattfinden, wenn genug Leute zustimmen. Wenn jetzt niemand zustimmen würde, dann würde die USMLF auch nicht sagen, ja toll, wir löschen alles, wir fangen bei einer neuen leeren Karte an. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das auf diese Weise gestoppt wird. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass der Lizenzwechsel langsam, aber stetig vorangeht. An diejenigen, die sich überlegen, wie sie den Lizenzwechsel stoppen können, möchte ich gerne die Botschaft richten, warum Lizenzwechsel stoppen. Ihr könnt auch den Lizenzwechsel mitgestalten. Viele Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, die USMF wird künftig die Deutungshoheit über diese Lizenz haben. Das heißt, viele Dinge, was genau ist ein Produced Work, wo ziehen wir die Grenze, was wollen wir noch erlauben, was nicht, die sind nicht in Stein gemeißelt. Da kann man darauf Einfluss nehmen, da kann man mitdiskutieren, da kann man im Wiki an der Formulierung dieser Community Guidelines mitarbeiten. Man kann in der License Working Group mitarbeiten, wenn man Englisch kann. Die License Working Group hat, wie gesagt, wöchentlich Telefonkonferenzen, an denen man teilnehmen kann. Wenn da jemand Interesse hat, dann kann er sich gerne mal bei mir melden. Ich stelle einen Kontakt her. Man kann sich in der OpenStreetMap Foundation, da ist eine Neuwahl von mindestens 3 Vorstandsposten im September. Das heißt, auch da kann man sich engagieren. Man kann sich da wählen lassen und dann den Lizenzwechsel da von innen beeinflussen, anstatt zu versuchen, ihn von außen zu bekämpfen. So, 66 Minuten habe ich jetzt gebraucht, anstatt 30, aber das ist ja so für ein normales Projekt im Baugewerbe ist das nichts. Gibt es Fragen? Ich würde Folgendes vorschlagen. Diejenigen, die jetzt müde sind und gehen wollen, die bleiben entweder noch sitzen oder gehen einfach. Diejenigen, die darüber diskutieren wollen, die vielleicht konkrete Fragen haben oder auch ihren Standpunkt einfach mal sagen wollen, die kommen doch einfach nach vorne hier zu mir und wir besprechen das dann hier, weil dann können die Jungs das nämlich auch aufzeichnen. Wollt ihr die Diskussion aufzeichnen oder wollt ihr, ja? Dann können die Jungs das nämlich auch aufzeichnen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr wollt, ein Statement in die Kamera abzugeben. Und dann kommt ihr her und wir besprechen das. Ich beantworte gerne noch Fragen. So lange, bis wir keine Lust mehr haben.